Hallöchen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um meinen Wochenabschluss 2 im Mai und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Als allererstes fangen wir wie immer bei den Fixkosten an. Wie wird es noch nicht abgegangen? iTunes noch nicht, aber das kommt auch immer erst ziemlich spät im Monat. Mein Sohn hat allerdings sein ganzes Taschengeld erhalten und auch schon größtenteils ausgegeben. So, dann geht es weiter mit den variablen Kosten. Und ich hatte nicht in vielen Bereichen Kosten. Allerdings in denjenigen, wo ich welche hatte, hatte ich richtig hohe Kosten. Und ja, dann geht es ja auch schon gleich los mit Edeka. Also, ihr wisst ja, das ist bei mir im Dorf ein Edeka, deswegen gehe ich da fast immer hin. Das macht für mich einfach am meisten Sinn. Der ist auch sehr gut sortiert und ja. Und ich habe da sagenhafte, Moment, wo habe ich es aufgeschrieben? 149,25 € ausgegeben. Also ihr seht, 350 habe ich nur übrig. Also habe ich überhaupt geplant für diesen Monat. Ja, eine Katastrophe. Aber sie hatten halt so gute Angebote, dass wir am Samstag nochmal einkaufen waren. Und ja, entschuldigt das wieder. Heute ist schon wieder Montag. Erstmal Video kommen. Das Wetter war einfach gestern so schön und ich habe gedacht, ich verbringe den Tag lieber mit unserem Sohn und wir haben gegrillt und alles Mögliche. Und auch der Wochenabschluss 3 wird erst am Montag stattfinden, denn wir fahren von Donnerstag bis Sonntag nach Magdeburg. Da ist ein riesengroßes Skat-Turnier und ja, deswegen kommt das Video erst am Montag und werde euch berichten, wie viel Geld ich, ja, ausgegeben habe oder ob ich ein bisschen was gewinnen konnte. Gut, genau, ihr seht, wir haben noch für die restlichen 2 Wochen oder ich glaube, es sind sogar etwas über 2 Wochen noch 110 € und also 62 bei Vivid und 50 bei in Bar. Das ist natürlich wirklich fürchterlich. Ja, heißt halt natürlich einschränken. Andererseits, ich habe im Auswärtsessen noch gar nichts ausgegeben und ich bin sehr am Überlegen, nehme ich das Geld für Magdeburg oder gehen wir davon, wir gehen ja sicherlich abends essen oder nehme ich das aus der Urlaubskasse? Ich weiß es noch nicht, aber ich denke, ich werde auch ein bisschen was von hier nehmen, denn dafür ist das Geld ja eigentlich da. Unser Hund hat seine Leckerlis bekommen und das Hundefutter wurde abgebucht. Ich runde das mal auf 2 und... Oh, ich wollte das anders machen. So, auf 62, also Hundefutter. Es hat gekostet 61 paar zerquetschte. Und das heißt, sie hat noch 3 € sozusagen in diesem Bereich. Und wir haben Leckerlis gekauft für 10 €. Das heißt, in diesem Bereich ist nichts mehr übrig. Und diese 3 €, mal sehen, ob ich die zufällig klein habe, die würde ich gleich rausnehmen, denn jetzt bekommt sie natürlich auch nichts mehr. So, hier habe ich 2 €, 2,50 €, 3 €. Ja, das Geld lag natürlich auf meinem Konto, deswegen nehme ich das gerade von den Umschlägen raus. Und ich bin überlegen, ich glaube, ich schreibe dann hier auch 0 hin. Denn sonst wundere ich mich, naja, wo sind denn die 3 €? Also belassen wir es hier bei den 65. Dann packe ich die 3 € lieber in meine Kleingeld-Challenge. Also wir sagen einfach, es hat 65 gekostet und demnach ist hier nur noch 0 drin. Und die 3 €, die sozusagen da übrig geblieben sind, die packen wir gleich mit in die Kleingeld-Challenge. So, in Auswärtsessen hatte ich noch gar keine Ausgaben. Kann ich ja nochmal hinschreiben. 100 € hatte ich da am Monatsende dafür geplant. Ist noch alles da. Jetzt kommt Luxus. Ja, was soll ich sagen? Insgesamt habe ich ausgegeben 53 €. 53 € und 75 Cent. Für einmal Nägel abmachen. Dann nochmal, waren wir nochmal wieder los, Stoff kaufen. Und. Übrig geblieben sind da. Ach so,
Ja, genau. Stoff und ihr seht, meine Fingernägel mussten ja leider wieder ab letzte Woche, denn ich bin ja wieder bei der Arbeit und leider ist so, als Krankenschwester darf man natürlich überhaupt keinen Lack tragen, schon gar nicht künstliche Fingernägel. Und ja, somit ist das leider so. Wir schauen mal eben kurz nach. Ich meine, das sind 4,25 €. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es das ist. Ich kann ja mal eben mal ganz kurz schauen, bevor ich das wieder vergesse. Also Lebensmittel sind die 50 € noch drin. Hier haben wir schon Luxus. Da nehmen wir ja eh jetzt das Kleingeld raus. Ja, das ist natürlich Mitte des Monats ziemlich blöd, dass das schon leer ist, aber egal, ich habe so schöne Sachen gekauft. Also die 4 € nehmen wir mit in die nächste Woche und die 20, 25 Cent kommen in meine Kleingeld-Challenge. So, Molly ist kein Geld jetzt mehr drin. Auswärtsessen sind die 100 € noch drin. Können wir auch eben mal kurz einmal nachschauen. 20, 40, 60, 80 und 2 Zehner sind 100. Freizeit sind auch noch die 100 € drin. Man sieht das hier so ein bisschen. Hier ist ein brauner Schein, ein roter Schein und zwei 20er, ne? So, Sohnemann, das ist ja veraltet. Gucken wir ja nicht mehr hier. Genau. Und dann haben wir noch eine Ausgabe noch. Das heißt also, hier sind 4,25 € drin. Dann nehmen wir das Kleingeld raus. Ach so, wie rum habe ich das denn da jetzt gemacht? Mal so rum, mal eine Spalte freigelassen, mal nicht. Egal, ist nicht so schlimm. Also. Das heißt, hier kommt der Betrag raus, 0,25. Da habe ich hier noch 4 €. Genau. Sonstiges habt ihr gerade gesehen, sind nur noch 10 € in Bar drin. Und 10 €, das ist sozusagen Vivid. Jetzt machen wir Bar. Ich habe 10 € ausgegeben und zwar richtig ärgerlich. Ich habe immer noch meine Versicherung und habe die noch nicht gekündigt. Ja. Und ja, musste ich nochmal 10 € bezahlen. Gut, das war's. Die 10 € habt ihr gesehen. An ja, Freizeit, genau, hatte ich gar keine Ausgaben. Wir können nochmal, also an variablen Kosten, wir können nochmal eben zählen, wie viel Geld habe ich eigentlich insgesamt ausgegeben? 149,25 plus die 75 plus. Das sind ja dann 54 plus 10. Also ungefähr so viel wie, naja, 50 € mehr, okay. 291,25 €. Ja, ich hatte auch schon Wochen, da habe ich um die 300, 400 € ausgegeben. Also ich denke, im Großen und Ganzen ist es ganz okay, aber es ist halt blöd verteilt, weil Luxus und Lebensmittel ist halt fast kein Geld mehr da. Ich hoffe, ich werde es irgendwie schaffen, nicht ins Minus zu kommen, aber ich kann es nicht versprechen. So, dann hatte ich eine Ausgabe in den Spartöpfen 2 und zwar bei Haus und Garten. Ich habe noch etwas für unseren Garten gekauft. Ich habe das ja auch schon mal gezeigt, mein kleines Gewächshaus und ich habe da jetzt noch so ein. Ja, wie nenne ich das? So eine Überdachung für mein Hochbeet. So kann ich das vielleicht nennen. Habe ich gekauft. Und dann nehmen wir mal das Datum vom 9.5. und schreibt da auf, weil das war natürlich für den Garten, für 49,99 €. 49,99. Ihr wisst, wir machen ja eh daraus 50, weil ich auch hier ja mein Kleingeld rausnehme. Also 50 € minus. Das heißt, hier müssten noch. Nee, gar nicht wahr. Ich erzähle Quatsch. Das wäre schön gewesen. Ich weiß nicht warum. Ich denke die ganze Zeit immer, es hat 49 noch was gekostet. Aber es hat 59,99 € gekostet. Deswegen sind hier noch 20 € drinnen. Ja, so schnell. Es gibt so Bereiche, ich glaube, da werde ich nie Geld haben. Weil ich das immer wieder ausgebe. Das ist so schrecklich. Weiß ich, habt ihr auch so Spartöpfe 2, die ihr bespart und wo ihr sozusagen
wenig Disziplin habt oder ständig irgendwie das Geld braucht. Das ist ja der Bereich bei mir Haus und Garten. Das ist der Bereich Stoff und Kleidung, der bei mir grundsätzlich, ihr seht das, leer ist. Ich meine, bei meinem Sohnemann geht das. Das kommt, weil ich halt auch viel für ihn nähe. Deswegen brauche ich nicht so viel Kleidung. Eigentlich kann man da auch mal was rausnehmen. Mache ich ja auch manchmal, um eine Ausrede zu haben, damit ich noch Geld habe zum Shoppen. Bei Molly ist ganz gut eigentlich Geld drin. Ja, Geschenke ist auch so ein. Naja. Naja, so ist das halt. So, ich würde sagen, es ist jetzt Challenge-Time und wir fangen an damit. Denn, seht ihr, eine Sache haben wir doch noch glatt vergessen. Ich hatte Einnahmen und zwar gar nicht so wenig, also richtig, richtig gut. Und das sind aus verschiedenen Bereichen, aber eigentlich ist es alles das Gleiche. Also, ich nehme das Datum, was nehme ich da für ein Datum? Ich nehme das Datum insgesamt von vorgestern. Also, ich sag mal 13.5. Und zwar habe ich Gewinne, schreibe ich einfach mal. Ich habe im Lotto gewonnen, und zwar zweimal mit meiner Schwiegermutter zusammen. Viele wissen das. Wir haben ja so eine Tippgemeinschaft. Und ja, da spielen wir ja jeden Monat. Ich lege mir jeden Monat 50 Euro weg dafür, damit ich das spielen kann. Und ich habe beim Skat auch noch gewonnen. Und das insgesamt, also ihr werdet echt überrascht sein, wie viel. Das war nämlich richtig gut. Ich muss mir eben auf meine schlaue Liste gucken. 125 Euro. Und 40 Cent. Ja, also richtig, richtig gut. Ich habe auch die 125 Euro hier. Also können wir nochmal nachzählen. 40, 60, 80, 100, 120, 125. Und wie gesagt, das waren mehrere Gewinne, die sich dann halt so angehäuft haben. Ja, richtig, richtig gut. Wie die meisten wissen, bezahle ich die meiste Zeit ja auch nur. Also klar, es kommen immer mal so kleinere Gewinne. Aber das ist ja wirklich mal etwas Schöneres, wo sich die 50 Euro mal gelohnt haben. Und ihr wisst, ich mache keine Werbung, ich nenne nur verschiedene Sachen, weil ich das natürlich selber auch mache. Das muss immer jeder selber wissen, denke ich, wofür man sein Geld ausgibt. Ich mache das einfach sehr gerne. Und ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir das nötige Geld, um zusammen spielen zu können. Und ich freue mich sehr darüber, weil das lohnt sich dann wenigstens ein bisschen. Ihr wisst ja, ich habe schon das ein oder andere, was ein bisschen teurer ist, wo man ein bisschen mehr Geld für ausgibt. Deswegen freue ich mich sehr über das Geld. So, Pfand hatte ich gar keins. Also ich habe ganz viel Pfandflaschen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, obwohl ich so oft einkaufen war, die Pfandflaschen wegzubringen. Fangen wir bei Kleingeld an. Das ist ja dadurch, dass ich das Geld von Molly halt rausgenommen habe, ein ganz bisschen mehr als normalerweise. Da haben wir diese 3 Euro. Ich glaube, 26 sind es dann, ne? Ja, es waren einmal 25 Cent und der eine Cent sind 3,26 Euro. Und das kommt hier rein. So, dann tragen wir das eben mal ein. 3,26 Euro. Und dann geht es natürlich weiter mit meinem Jahresspiel. Und ja, das passte nicht ganz so gut. Ich hätte eigentlich im April die Hasen nehmen sollen und im Mai die süßen Insekten. Aber egal, jetzt ist das so und jetzt machen wir das. Wir malen hier einen so einen süßen Hasen an. Ich gucke gerade mal, ich habe hier so ein schönes Grau. Und dann malen wir den einfach. Ich denke mal, der hat bei mir so ein bisschen Flecken. Und da können wir auch einen Zwanni, würde ich sagen, mal reintun. Das ist so ein grau-weiß gestreifter, genau. Nein. Ich mag die gerne, wenn die so Flecken haben. Und deswegen kriegt mein Hase hier so Flecken. Und ich denke, ich werde da auch 20 Euro reinpacken. So, hier hat er nochmal eine Pfote, ein bisschen grau. Wenn ihr Lust habt, was mich wirklich interessieren würde, ist, fahrt ihr irgendwie in Urlaub so? Habt ihr im Sommer irgendwas Wunderschönes geplant? Macht mich doch bitte mal neidisch. Bei uns steht es noch nicht so ganz fest, ob wir was machen. Denn mein Freund und ich haben ja vermutlich
keinen Urlaub zusammen. Sollte das aber doch noch der Fall sein, dann könnte es sein, dass wir spontan nochmal Urlaub machen. Und vielleicht ganz, ganz, ganz unwahrscheinlich ist ja unsere Las Vegas-Reise, wo wir ja heiraten wollen. Also, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ich mache das jetzt ganz schwach hier so in Rosa. Ist eigentlich ja so ein bisschen. Und rote Bällchen kriegt er auch noch. So, dann kommen hier 20 € schon mal rein. Sehr schön. Und da hat sich das auch schon so ein bisschen angesammelt hier. Meine neue Challenge für Weihnachten ist das, damit ich guten Gewissens viel Geld ausgeben kann für meine Familie. So, dann können wir es gleich mal eintragen. Jeder kann sparen. 20 €. Pfand habe ich gar keine. Achso, Geldwäsche waren 7 €. Also 7 Mal habe ich die Waschmaschine angehabt und auch 7 Mal den Geschirrspüler. Also richtig gut. Ja, bei dem Wetter, da hänge ich natürlich raus, was das Zeug hält. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich habe hier einen 20er und einen 10er raus. Jetzt müsste ich noch drei. Ach, den 1 €. Ihr wisst das. Bei mir spielt das immer keine Rolle. Ich packe einfach 8 € rein. Das ist ja eh für die Nachtzahlung, mache ich das immer, wenn da 1 € mehr reinlandet. Ist mir das. Nur recht. Nur 1 € weniger darf es nicht sein. So, dann kommen wir zu meinem Geschirrspüler. Da waren es ja nun auch 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also was soll ich sagen? Also bei schönem Wetter kommt bei mir die Wäsche grundsätzlich nach draußen. Also das ist richtig, richtig gut, dass ich das kann, dass wir einen großen Garten haben, wo wir auch den Bereich haben, die Wäsche trocknen zu können. Halt, du musst da noch mit rein. So. Ach Quatsch, was habe ich denn gemacht? Die 20 € können doch nicht jeder kann sparen. Oh doch, können sie doch. Dann mache ich das beides. Das andere ist ja mein Jahresspielen. Aber dann kommen ja auch einfach 20 € rein. Bei so einem schönen Wetter denke ich immer daran, oh, wie schön wäre das jetzt mit dem Pferd und gemeinsame wunderschöne Ausritte zu machen. Und deswegen kommen hier heute 20 € rein, damit ich meinem Ziel immer näher komme. Und ich finde das voll toll, dass ihr mich dabei begleitet auf meinem Weg zu meinem eigenen Pferd. Auch wenn das noch sehr, sehr weit weg ist. Und so, wie malen wir das? Das könnten wir mal grau anmalen. So, und wisst ihr, was ich mache? Mache ich hier einfach eine Null dran? Ich mache hier einfach eine Null dran. Die Hose. Meine super teure Lederhose und deswegen muss ich dafür 20 € bezahlen. So, das Geld habe ich, glaube ich, gerade reingepackt, ne? Ich glaube schon. Ich hoffe es. So. Dann haben wir das nämlich auch. Wie viel haben wir hier noch? 20, 40, 60, 8, 69 haben wir noch. Ja, das kommt hin. Dann kommt die Rubbel-Challenge. Da hoffe ich natürlich auch auf einen hohen Betrag. Aber meistens kommt es ja dann so, dass der nicht ganz so hoch ist. Aber es geht. 11 € ist doch super. Gut, dann nehme ich 22, packe ich rein und nehme 11 € wieder raus. So, das finde ich auch gut, dass hier was Gutes reinkommt. Denn wenn wir nach Magdeburg fahren, die Hotelunterkunft bezahle ich von unserem Urlaubsgeld. Und mein Freund bezahlt. Ja, die Startgebühren für den Skat bezahlt, also für das Einzelturnier und da gibt es noch Mannschaft und Mixed und Paar und Tandem und sowas alles. Also das kostet auch schon einiges an Geld. Getrocknet habe ich natürlich nicht im Trockner und jetzt kommt noch Puzzle und Dings. Dingsy. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Geld ich noch habe. Also wir haben hier 50. Ja. 59, wie ich gerade eben schon sagte. Und jetzt schauen wir mal eben kurz. Also, was haben wir denn mit 50? 51, dann nehmen wir die doch. Dann haben wir wieder einen relativ hohen Betrag weg. Und dann haben wir 8 € packe ich in die Puzzle rein. So, diesmal machen wir das hier aber zu Ende. Also 8 € kommen fürs Puzzeln
Und 51 Euro für 100 Umschlag. Und da müssten es eigentlich diese 125 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 8 plus 7 plus 8 plus 20 plus 20 plus 11 plus 51. Ja, perfekt. 125 Euro haben wir diese Woche, konnten wir diese Woche sparen. Und ich sehe gerade, das andere haben wir auch noch nicht ausgerechnet. Das sind 9 plus 4 plus 7 plus 13 plus 15 plus 26. 74. So, gut, dann müssen wir das jetzt nur noch alles verstauen. Aufgeschrieben habe ich das, weil ich das hier grundsätzlich immer vergesse. Es ist so schrecklich. Ich versuche, ich nehme mir das immer vor und dann ist wieder vergessen. So, dann packen wir hier mal eben die 51 Euro rein, wenn ich es schaffe. Und ich muss unbedingt mal, also ich glaube, ich werde mir tatsächlich im nächsten Monat fast gar kein Geld übrig lassen für die Spar-Challenges, weil ich total bequem bin. Ich habe so viele Sachen, die ich verkaufen könnte. Und irgendwie, ach, es ist ja Geld da für Sparspiele. Machen wir nächstes Mal. So, die 51 Euro kommen hier in meine Box rein. Und die 8 Euro kommen hier rein. Und dann gliedert sich das auf. Ich brauche einmal meinen grünen Stift. Wo ist er hin? So, ja, ich weiß, die Farben sind so fürchterlich. Also ich muss das auch noch mal ändern. Also fürchterlich sieht das aus. Dabei ist die Grundidee eigentlich total schön. So, dann 2 Euro in Grau. Also weiß ich nicht, in was für eine Stimmung ich da war, als ich die Farben ausgesucht habe. Kann nicht die beste gewesen sein. So, und 1 Euro lila. So, dann nehmen wir das hier. Sehr schön. So, und sollten wir tatsächlich denn so verrückt sein und doch nach Las Vegas fahren im August, dann seht ihr, hier ist ja noch sehr, sehr viel frei. Dann nehme ich natürlich viele meiner Challenges und löse sie auf und packe sie hier rein. Das habe ich ja von Anfang an gesagt, dass ich das so mache. Und ich sag mal so, hier in der Puzzle Challenge ist auch schon sehr viel Geld drin. Wir haben ja sogar meinen einzigen 200er. Yay! Das ist total schön. Dann lösen wir natürlich vieles auf, ne? Weil das würde ja sehr viel Geld kosten, die Las Vegas-Reise. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video Spaß gemacht. Und wir sehen uns zu meinem, ja, Wochenabschluss 3 ganz bald wieder. Und bis dahin alles, alles Liebe. Tschüssi!